Sehen Sie, so ist das bei den Zweitligisten. Da schlagen sie sich drum. Mehr Bewerber als nötig. Und bei Gladbach sind sie den Blicken des Trainers ausgewichen. So unterschiedlich sind halt die Charaktere. Aber das macht ja auch nichts. Es geht auf jeden Fall so los, dass Jörg Sievers ins Tor muss als Erster. Und wenn ich das richtig sehe, ist das Thomas Kastenmeier, der als Erster antritt. Auch im letzten Jahr wurde ja hier das Pokalfinale durch Elfmeterschießen entschieden. Bremen behielt die Oberhand über den ersten FC Köln. Da unten sehe ich, wie Uwe Kamps sein Gesicht in dem wunderschönen, weichen, grünen, dichten Rasen vergräbt. Und Jörg Sievers, cool. Er weiß, was er kann. Thomas Kastenmeier. 1:0. Uwe Kamps hätte fast sein Täschchen vergessen. Nein, er küsst es nur. In dem hat er ja vermeintliche Glücksbringer immer dabei. Vom Rosenkranz angefangen bis zu kleinen Anhängerchen, Püppchen, was da alles drin ist. Halt der ganze Krimskram, sage ich mal, wobei ich jetzt den Rosenkranz ausdrücklich ausnehme, der helfen soll. Wer es glaubt, wer an diese Scherzchen glaubt, soll selig werden. Eins zu eins. Jelmasch, der erste Elfmeter, den er reinkickt nach 240 Minuten. So, Umarmung. Schönberg Christensen nimmt Milos Jelmasch in den Arm und sagt, Junge, hast du sehr gut und cool gemacht. Der nächste ist Hans-Jörg Prinz. Inzwischen haben wir uns an sowas ja gewöhnt. Immer noch besser als ein Wiederholungsspiel. Zwei zu eins. Beifall von den Kollegen. Unser Freund Roman Wojcicki. 59 Länderspiele für Polen, bei drei Weltmeisterschaften dabei. Der Torschützenkönig bei Hannover 96 mit sage und schreibe 5 Treffern. Ihm, sagt Michael Lokowski, ist zu verdanken, dass wir in der Playoff-Runde waren. Guckt er sich noch mal an, der Ball ist offenbar ein wenig nach vorn gekullert. Das wäre ja jetzt ein Ding, wenn er den nicht reinbrächte, nach einem so grandiosen Spiel. Guckt, der Ball bewegt sich immer noch. Das ist ja... In dem Ball scheint wirklich Leben zu sein. Uwe Kamps konzentriert. Wow, 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 da hat er aber Schwein gehabt. Ja, Marcel Reif sagt ganz richtig, noch genauer geht es nun wirklich nicht mehr. So, zwei beide. Jo, Marcel, dann werden wir den Abend wohl hier verbringen. Karl-Heinz Flipsen. Und Jörg Sievers. Fixiert Ball und Gegner. Und hält. Und hält. Und hält.
Und die Hannoveraner tanzen am Spielfeldrand. Und dieser arme Kerl hier möchte im Erdboden versinken. Vor ein paar Wochen habe ich ihn gesehen beim Spiel in Dortmund, Wiederholung. Sievers, eiskalt. Vorher ein bisschen bewegt, aber das ist ja heutzutage gang und gäbe. Ich wollte noch sagen, Flipsen in Dortmund, Gladbach 2:2 in Dortmund, haben 2:0 geführt. Flipsen hat ein überragendes Spiel gemacht, wie überhaupt die ganze Gladbacher Mannschaft dort zum Erstaunen der 50.000 aufgespielt hat, wie selten. So ist das nun mal. Oliver Freund. Hat er gesehen. Ausgleich. Auch Uwe Kamps bietet ein Paradestück. Es bleibt beim 2:2. Und jetzt kann Karl-Heinz Flipsen wieder etwas durchatmen. An ihm allein wird es also nicht gelegen haben, wenn es denn schief gehen sollte. Michael Lorkowski schaut, was Holger Fach, der Libero, dem Gladbach so viel verdankt, zu Wege bringen wird. Hat er gesehen, hat er gesehen, hat er gesehen. Dirk Sievers, man sah es, dass er es sah. Und Lorkowski, der reibt sich die Hände. 300.000 Mark kriegen die Hannoveraner in die Mannschaftskasse, wenn das hier klappt. Guck mal, der Mannschaftskapitän Carsten Sohr, mal wie er grinst. So, der nächste ist der Mann mit der Nummer 4, Jörg Kretschmer. Der, wie ich ja im Verlauf des Spiels schon sagte, mal in Gladbach spielte. Zu 2 für Hannover. Der Weg zum Elfmeterpunkt ist ein besonders langer und der Weg zurück, wenn man den getroffen hat, ein besonders schöner. Er küsst den Ball, Jörg Neun, wenn er verschießt, ist Gladbach draußen und Hannover deutscher Pokalsieger 1992. Und Jörg Sievers kriegt das Ehrenkreuz. Noch nicht. 3:3. Michael Schönberg-Christensen ist der Nächste, 25 Jahre alt, aus Esbjerg in Dänemark, verlässt Hannover, lange Verhandlungen um mehr Geld haben nichts gefruchtet. Wenn er trifft, werden sie ihm jedenfalls noch einen Kranz flechten, bevor er geht. Es ist jetzt 20:37 Uhr. Er hat es in der Hand. Und jetzt sind sie es. Hannover 96 heißt der deutsche Pokalsieger 1992. Und Sie müssen jetzt mal drüben schauen, hinter Jürgen Gelsdorf, dem Gladbacher Trainer. Da liegen sie geplättet, gebügelt, am Ende ihrer Kräfte, am Ende ihrer Träume. Und was sich hier abspielt, muss man gar nicht lange beschreiben. Da gehen die beiden Trainer, Bernd Kraus und Jürgen Gelsdorf, ab in die Kabine. Und die beiden hinterher, Flipsen, Dorlin,
und schauen Sie sich das an. Und auf den Tribünen.